fast, famous, rare and expensive. Und ein Teil meines Autos lebt ja weiter in den neuen GTs, the cars we gather around at motor shows, the ones with prancing horses. Ein Teil meines Autos lebt ja auch weiter. Machines with sharp edges. Guck mal, die Sitze von dem jetzigen Hyundai, die sind nicht mehr so ganz frisch. Die werden durch meine ausgetauscht, weil meine noch in Ordnung sind. Dann, wie gesagt, wird halt das Duftbäumchen, was seit 6 Jahren drin hängt. Nee, das wird erneuert. Das Duftbäumchen, was seit 6 Jahren bei mir im Hyundai hängt, das wird mit entsorgt. Da kommt ein neues. Nee, aber wie gesagt, also das aus ehemaligen öffentlichen Straßen des gleichnamigen die Fensterdichtungen, die bei mir am meinen Hyundai sind halt noch komplett in Ordnung. Was bei dem anderen Hyundai halt nicht ist, deswegen werden die auch umgetauscht. Also da kommen praktisch diese Fensterdichtung, diese schwarzen Dinger hier, diese schwarzen Gummidinger-Dichtung, die kommen dann halt von dem alten ab und von meinen kommen die dann halt ran. Weil meine sind halt, wie gesagt, noch tipptopp und bei dem anderen sieht es halt leider nicht mehr so aus. Und ja, wie gesagt, die Sitze von meinen kommen mit rein. Mein Autoradio und mein Marder-Sensor, ne, den ich ja damals nachrüsten lassen habe. Ich hatte ja damals mit meinem Hyundai schon Marder-Biss und daraufhin hatte ich ja Marder-Sensor nachrüsten lassen. Extra. Und seitdem hatte ich ja Ruhe. Und ja. Das kommt halt alles in dem neuen Auto mit rein. Ne? Vielleicht so ein Lederduft hebt gleich den Wert. Bierkiste raus, Sitze rein. Ja, genau, so ungefähr. Genau.
Ja, ich bin immer gespannt, wenn ich dann am Dienstag mit meinem neuen Auto beim Praktikum ankomme. Weil die wussten zwar schon, dass mein Auto nicht mehr durch den TÜV kommt und dass ich irgendwann vielleicht mal mit einem neuen auftauche. Aber die wissen ja nicht, dass es jetzt schon nächste Woche dann passiert, ja, mit dem neuen Auto. Bin gespannt, ob ich erst Ärger kriege, wenn ich auf dem Parkplatz fahre, bis sie dann sehen, dass ich aussteige. Weil sie denken, da geparkt ein fremdes Auto. Das wird lustig. Und einen neuen Namen für mein Auto habe ich auch schon, ne? Also mein neues Auto hat auch schon einen Namen. Jedes Auto von mir kriegt ja bis jetzt immer eigentlich einen Namen. Nemo. Nee, Fluffy. Einfach Fluffy. Aber Nemo ist auch gut. Das merke ich mir fürs nächste Auto. Nemo würde ja am besten passen, wenn es von der Farbe so orange-weiß ist, ne? Wie so ein Clownsfisch. Also, oder so ein Fisch halt, wie aus der Serie. Finde ich Nemo. Oder aus dem Film. Am besten hört sich aber an, das ist mein Auto Ferrari, ja. Genau. Ich stelle den Leuten Hyundai Gates hin und sage, das ist mein Auto Ferrari. Genau. Oh ja. Dann denken die Leute, ich habe auch nicht mal alle Tassen im Schrank. Gut, denken sie auch so, aber trotzdem. Du hättest mal sehen müssen, mein Autohändler hat neulich so gelacht, als ich gesagt habe, ja, dann muss ich mich halt von meinem Venture verabschieden. Und Fluffy kommt dann neu rein. Er guckt mich an. Wer ist denn Ranger und wer ist Fluffy? Ich so, na, meine Autos. Also,
Der Hyundai geht's, der jetzige heißt Ranger. Und der nächste, der kommt, der heißt Fluffy. Und der hatte so angefangen zu lachen. Ich habe gedacht, der kriegt sich nicht mehr ein. Und da sagt er so, wer gibt denn seinen Autos Namen? Ich so, ich. Die 1955 mein Opel hieß damals Herbie. Ist eine der wenigen, deren Streckenführung sich nicht geändert hat. Die überfahrenen Hasen. Als ob ich auch die Einzige wäre, die einen Autonamen gibt. Also ich kenne viele aus meinem Freundeskreis, die machen das auch. Also da bin ich nicht die Einzige. Also ganz bekloppt bin ich jetzt dann auch noch nicht. Aber kleine Dampflok ist auch. Ist doch auch, ne? Ja, total. Ich frag dich dann nochmal in ein paar Jahren, wenn es heißt, ich muss mir doch nochmal wieder ein neues Auto kaufen. Also so in circa 4-6 Jahren vielleicht. Wenn meine denn nicht mehr durch den TÜV kommt. Dann frage ich dich nochmal wegen Namen. Ja, haben ja Zeit bis 2030. Ja, genau. Ja, bis 2030 hast du recht, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber du brauchst keine Angst haben. Ab Valhalla werden wir auch noch vor 2030 zocken. Bis 2030 sind dann schon wieder andere Games auf der Liste, die noch warten müssen.
Guck mal, wir haben ja auch gar nicht mehr so viel. Wir haben jetzt aktuell Forza Motorsport 6, was wir spielen. Dann haben wir Forspoken. Bei Forspoken, glaube ich, brauchen wir von der storytechnischen Seite her beim Hauptspiel nicht mehr lange. Das DLC habe ich mir gestern schon geholt. Das heißt, das wird ja gleich im Anschluss gestartet. Das soll aber laut dem, was ich gehört habe, auch nicht so lange gehen. Ja, und wie gesagt, nach Forspoken kommt ja dann Saints Row 4. Und wenn wir mit Saints Row 4 durch sind, dann fängt der 4 von vorne an. Das heißt, wir haben dann Far Cry Primal auf der Liste, AC3, also Assassin's Creed 3, Saints Row Get Over Hell und dann halt vielleicht nochmal einen weiteren Forza-Teil. So, und da werde ich sowieso wieder Far Cry und Assassin's Creed, denke ich mal, vorziehen. Weil ich habe ja Bock auf die beiden Teile. Und, ja. Und nach Get Over Hell, also nach Saints Row, kommt ja dann noch Saints Row 5. Und dann sind wir mit der Reihe zum Beispiel fertig. So, dann ist die schon mal von der Liste weg. Und mit Forza Motorsport, da haben wir ja nur noch den 7er und dann den 8er, der da rauskommt. Ja gut, mit denen haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber ja, Forza Horizon haben wir jetzt 3, 4 und 5er noch, den wir spielen. Und ich glaube nicht, dass da so schnell noch ein neuer Horizon-Teil hinterher kommt. So, und bei Far Cry und bei Assassin's Creed brauchen wir ja sowieso noch ein bisschen länger. Da sind ja sowieso mehrere Teile. Ich war die Woche wieder bei meiner Schulung. Da sind einige schon älter. Da kam das Thema Rente und nur noch ein paar Jahre auf. Die Schulungsleiterin war gar nicht begeistert. Sie ist noch 40 Jahre. Oder sie hat noch 40 Jahre. Okay. Ja, gut. Ist natürlich, ne? Ich weiß ja jetzt nicht, wie alt euer Durchschnitt da ist in der Schulung. Wie alt so die meisten bei euch sind. Aber wenn du sagst, du hast halt nicht mehr so lange bis zur Rente, dann wirst du ja auch deutlich älter sein als ich. Ne? Ich weiß gar nicht, gehst du mit 63 oder 67 in Rente? Ich glaube 63 war das, ne? Also ich glaube, bei meiner Generation war das, glaube ich, bei 67. Und meine Mutter zum Beispiel ist mit 63 noch in Rente gegangen, weil sie noch irgendwie 60er Jahrgang war. Das zählt das wohl noch alles mit rein. Das hängt, glaube ich, auch von den Jahrgängen ab, ne? Also meine Mutter, wie gesagt, ist Jahrgang 60. Und ich konnte noch mit 63 in Rente gehen. Mein Stiefvater, der ist Jahrgang 67 und der geht, glaube ich, ein paar Jahre später in Rente erst. Also das hängt, glaube ich, immer jahrgangsmäßig, glaube ich, ab, wenn ich mich täusche. Ja, und wenn deine Schulungslehrerin halt noch 40 Jahre hat, ja, dann scheint sie ja noch relativ jung zu sein. Aber ich hätte an deiner Stelle gesagt zu ihr, die 40 Jahre gehen auch schnell vorbei. Thank you.
Ja, und wie viele Jahre du gearbeitet hast, angefangen hast. Ja, gut, ich sag mal so, mein Stiefvater hat weniger Jahre gearbeitet wie meine Mutter. Glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Er hat aber auch noch irgendwie, weiß ich, 7 Jahre oder so, die er arbeiten muss. Also er geht mit 67 erst in Rente. Mit 67, 68 ungefähr. Du kannst auch, glaube ich, mit weniger Jahre, die du eingezahlt hast, in Rente gehen. Du musst halt nur damit rechnen, dass du halt auch weniger Geld kriegst, ne? Also umso weniger du eingezahlt hast, umso weniger Rente kriegst du später dann natürlich dann auch. Nö, da würde ich mir aber an ihrer Stelle jetzt die Kugel geben. Ja, Frührente. Ja, gut, die kriegst du ja, sofern du nicht mehr arbeiten kannst. Ne? Also wenn du jetzt gesundheitlich so beeinträchtigt bist oder so, dass du nicht mehr arbeiten kannst, kannst du ja in die Frührente gehen. Und die ist sowieso weniger als die Hauptrente. Das haben wir ja selber jetzt jahrelang bei meiner Mutter gesehen. Meine Mutter ist ja auch aus gesundheitlichen Gründen halt, wie gesagt, in Frührente gegangen. Und hat ja auch deutlich weniger bekommen wie jetzt. Auf dem Nürburgring und statt. Ja. Er ist der Austragungsort des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Mein Kollege wird das wohl machen. Was denn jetzt, sich die Kugel geben oder in Frührente gehen? Also da muss man ja nochmal nachfragen, ne? Frührente. Ja gut, wenn, ich weiß ja nicht, ist dein Kollege schon gesundheitlich angeschlagen, dann kann man es ja auch nachvollziehen, ne? Also, ist ja meistens so, Leute, die in Frührente gehen, sind halt gesundheitlich oder so irgendwie schon angeschlagen, dass sie diesen Beruf dann auf Dauer halt gesundheitlich gar nicht mehr leisten können. Und Frührente heißt ja nicht, dass du nicht mehr arbeiten gehen kannst, du darfst ja arbeiten. Ich glaube, bis auf Teilzeitbeschäftigung, ne? Also ich glaube, diese 450 Euro oder, nee, es wurde auch mittlerweile, glaube ich, schon angehört, ne, auf 500 noch was, Jobs. Diese Minijobs, die du machen kannst, neben der Rente. Also sprich, du darfst ja trotzdem noch arbeiten gehen, halt nur auf Minijob-Basis, musst das angeben. Aber, wenn es halt aus gesundheitlichen Gründen halt nicht mehr geht, dann geht's halt nicht, ne. Das ist halt einfach so. Weil es bringt ja nichts, wenn einer sich da quält die ganze Zeit, auch nicht mehr das Arbeitspensum abrufen kann. Dann bin ich auch eher lieber der Meinung, dann lieber in Frührente schicken und wirklich demjenigen die Ruhe gönnen. Und dann ist gut, weißt du. Ich muss mal kurz Pause machen. Mir juckt das Bein unten an. Ah, scheiße. So. Man merkt, das Bein fängt bei mir an zu arbeiten und zu heilen. Ja, das. Ja, hat das gleiche wie ich mit der Schulter. Nur bei ihm war das der Verschleiß schon.
dann so groß, dass er eine Kugel bekommen hat. Das Male. Ah, okay, ja gut. Das Male ist sowieso so eine ganz, ganz doofe Sache. Als Maler musst du ja aufpassen, wenn er noch ein Maler der alten Schule ist zum Beispiel. Früher gab es dann noch gar nicht diese Schutzvorrichtung, die du heutzutage hast. Also ich kenne das von meinem leiblichen Vater. Der ist ja auch gelernter Maler und Lackierer. Und der hat früher noch so Ausbildungszeiten halt alles ohne Schutzmaske gemacht. Und der ist aufgrund seines Berufs nachher im Bereich Asthma... Also der hat aufgrund seines Berufs Asthma bekommen, weißt du? Dieses Berufsasthma beim Maler. Weil er diese Lackierstoffe und so im Ausbildungsberuf hatte damals. Und ich weiß noch, das hatte mir mein leiblicher Vater mal erzählt, dass damals, zu dem Zeitpunkt, wo er seine Ausbildung gemacht hat, noch nicht die Schutzvorrichtungen gab, wie jetzt praktisch quasi. Also das ist ja jetzt alles ganz anders, ne? So, und gerade so als Maler, Lackierer bist du ja auch ständig diese Gefahrenstoffen mit Farben und Lackierungen da ausgesetzt, die dann halt auch deine Lunge und alles und Sachen beschädigen kann. Deswegen tragen ja heutzutage die meisten Maler auch Schutzmasken, wenn dann halt mit Lackierstoffen gearbeitet wird, ne? Also ich kenne das zum Beispiel aus meinem damaligen Schulpraktikum noch. Ich musste damals auch einmal so eine Maske tragen, weil wir da mit einem Lackierstoff dann gearbeitet haben, wo meine Kollegen gesagt haben, dass es auf Dauer schädlich sein könnte, wenn ich da ohne Maske arbeite. Ja, und wenn er dann auf der rechten Seite das Problem hat und er Rechtshändler ist, dann ist klar, dann ist es schwierig, ja. Weil als Rechtshändler machst du ja vieles dann auch automatisch mit rechts. Das geht mir ja nicht anders. Ne? Nur, dass ich halt zwar Rechtshändlerin bin, aber ich kann auch mit links schreiben und machen. Also ich habe mir das damals antrainieren müssen, weil ich halt oft Prellungen und Verstauchen an meinen rechten Arm hatte und ständig da auch immer alle nächst lang nicht agieren konnte mit dem Handgelenk und so. Also ich habe mir das quasi angewöhnt, auch mit links zu schreiben und so nur Sachen. Vorübung für Corona, ja, so ungefähr. ja, ich auch, Brüche. Ja gut, bei mir waren es Gott sei Dank nur Verstauchung und Prellung. Also ich habe mir ja quasi praktisch in meinem Leben noch nie was gebrochen gehabt. Ich kenne das gar nicht mit einem Knochenbruch. Das ist bei mir nie so vorgekommen. Wie gesagt, es waren meistens immer nur starke Prellungen. Oder halt im Bein zum Beispiel hatte ich auch schon mal Blutergüsse, dass die halt sich von innen gebildet haben. Und ich dann halt quasi keinen Sport machen durfte, weil jeder Stoß und jeder Sturz hätte wahrscheinlich gereicht, dass das Blutgerinnsel im Bein sich dann halt aufgelöst hätte. Also, ja, geplatzt wäre. Also ich hatte durch einen Fahrradunfall mal so einen Bluterguss, der sich von innen gebildet hat, und da durfte ich 3-4 Wochen keinen Sport machen. Weil ich musste dann erst wirklich diesen Bluterguss wegkriegen, weil der Arzt mir gesagt hat, wenn der aufgeht, dann wird's gefährlich. Und das kam alles nur durch einen Fahrradunfall, den ich damals hatte. Ja, alles außer das linke Bein.
Ich hatte mal auch einen Arzt, der mich ja damals untersucht hatte. Da bin ich in der zweiten Klasse gegen Bank geflogen. Wir hatten Abwurfball gespielt. Ich bin dann halt gestolpert und bin dann mit meinem Genick hinten genau an der Bankkante gekommen, mit voller Wucht. Und hatte dann halt erstmal im ersten Moment gar nichts gemerkt, bin wieder aufgestanden, hab weitergespielt. Und nächsten Tag konnte ich meinen Kopf nicht mehr bewegen. Da war der komplett steif. Also es hat alles geschmerzt, ich konnte nichts mehr bewegen und musste dann halt in die Notaufnahme. Und dann wurde ich da geröntgt und dann wurde mir halt bloß gesagt, dass ich eine extreme Knochendichte habe. Und dass wahrscheinlich ein Bruch bei mir sehr unwahrscheinlich ist, aufgrund meiner Knochendichte. Also dann müsste das halt wirklich nachlassen jetzt die nächsten Jahre, dass ich mir was breche. Oder wirklich was Dölleres passieren, aber mir wurde schon gesagt, dass ich eine sehr, sehr starke Knochendichte habe. Und dass es auch einer der Gründe sein könnte, warum ich noch nie was gebrochen habe. Also, dass meine Knochen relativ stabil sind. Ich habe mir sogar mal die Elle und die Speiche gebrochen und dann mit der Arme hoch. Also wenn ich den nicht sofort geschlemmt hätte, wäre... Was? Also wenn ich den nicht sofort geschient hätte, wäre er einfach so in der Mitte abgeknickt. So da gebogen. Ja gut, meine Mutter fand das immer total komisch, weil meine Brüder, also mein Bruder Kai, mein Bruder Christian und mein Bruder Marcel, die haben sich schon öfters mal irgendwie was gebrochen gehabt oder wirklich döllere Verletzungen gehabt. Und, oh Gott, ist ja niedlich. Und ich habe mir noch nie was gebrochen gehabt. Ja klar, ich habe Prellungen und so gehabt, ne, und Prellungen tun auch weh, keine Frage. Aber es war nie irgendwie was Ernsthaftes. Wo man jetzt gesagt hätte, okay, da müssen wir jetzt sofort ran oder so. Und wie gesagt, ich habe mir noch nicht mal einen einfachen Bruch so gezogen. Geschweige einen komplizierten, also ich weiß gar nicht, wie das geht. Ihr nächstes Rennen findet in Lime Rock Park statt. 1957 wurde die Strecke unter Berücksichtigung damals aktueller Sicherheitsaspekte errichtet.